Ja, das Problem war, dass wir gar nicht ins Spiel gekommen sind. Was heißt gar nicht ins Spiel? Wir hatten eigentlich viel Ballbesitz, sind auch eigentlich hinter die erste Kette gekommen, aber hatten dann gar keine Tiefe im Spiel, hatten gar nicht diese Bewegung, um auch die Kette von Freiburg ein bisschen herauszuziehen. Von daher war das Spielfeld sehr, sehr eng, da wurde es dann schwierig für uns. Und ja, dann kriegen wir halt Gegentore, die in so einer Situation sehr, sehr bitter sind, sehr, sehr unnötig sind. Ja, und dann stehst du halt mit 2-0 in der Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir eine gute Reaktion gezeigt. Ja, aber die Gegentore sind dann halt einfach zu einfach. Ja, geiles Gefühl, zu treffen auch, den Ausgleich zu schießen auch, speziell hier wieder zurückzukommen nach einem 0-2-Rückstand. Nichtsdestotrotz trübt jetzt irgendwie alles, dadurch, dass wir das Spiel dann noch verloren haben oder außer Hand gegeben haben, was sehr, sehr ärgerlich auch war. Sehr, sehr bitterer Tag für uns, weil wir die erste Halbzeit meiner Meinung nach hergeschenkt haben. Da war viel zu wenig Energie von uns auf dem Platz. Zweite Halbzeit kommen wir dann trotz des Rückstandes sehr, sehr gut wieder zurück, schießen auch das 2-2, was wahnsinnig wichtig auch wäre, wenn wir den Punkt mitgenommen hätten, auch für unser Selbstvertrauen. Dann bekommen wir kurz vor Schluss nochmal das 3-2, was natürlich ja, uns das Genick gebrochen hat. Und ja, kurz vor Schluss haben wir dann selber nochmal mit Jonas eine Möglichkeit, das 3-3 zu machen. Ball geht leider Gottes gerade auf den Torhüter. Und ja, von dem her fahren wir jetzt mit 0 Punkten zurück. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auf die zweite Halbzeit aufbauen können. Die Moral, die Mentalität hat auf alle Fälle gestimmt. Schade, dass wir es nicht von Anfang an gezeigt haben. Ich glaube, dann wäre mehr möglich gewesen. Aber ja, so ist es eine bittere Erfahrung, aus der wir hoffentlich lernen werden und es schon gegen Leverkusen besser machen werden.